Hey Leute und herzlich willkommen bei SimpleTech. In diesem Video geht es um den besten Gaming-Laptop, den ihr für euer Geld bekommen könnt. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, nicht mehr als 1200 Euro für einen Gaming-Laptop auszugeben. Dafür erhält man mittlerweile schon eine GTX 1060M und mehr. Zusätzliche Leistung brauchst du in einem Notebook einfach nicht und musst du dir für sehr teures Geld erkaufen. Es ist sinnvoller, jetzt einen zukunftssicheren Laptop um die 1200 Euro zu kaufen und den einigen Jahren einen leistungsstärkeren Laptop zu kaufen, anstatt für einen enormen Aufpreis wenig mehr Leistung zu erkaufen. Ein optimaler Laptop im 1000 Euro Preissegment ist der Acer Nitro 5 mit einem flotten Intel Core i5 7300HQ, einer Nvidia GTX 1050 Ti mit gutem 4 GB GDDR5 Speicher, einem Full HD Display inklusive IPS Panel und einer 128 GB SSD. Der Intel i5 7300HQ. Das ist ein Quad-Core-Prozessor für Notebooks auf Basis der Kaby Lake-Architektur, die im Januar 2017 vorgestellt wurde. Er ist der schwächste Quad-Core der Kaby Lake-Serie während der Vorstellung und bietet wie der höher getaktete i5 7440HQ kein Hyper-Threading. Dies unterscheidet auch den i5 von den i7 Quad-Cores. Die 4 CPU-Kerne takten mit 2,5 bis 3,5 GHz. Leistungsmäßig ist diese CPU vergleichbar mit manchen High-End-Desktop-Prozessoren wie beispielsweise dem Intel Core i7-3770K. Dadurch reicht die Leistung auch für anspruchsvollere Aufgaben. Die Mittelklasse-Grafikkarte Nvidia GTX 1050 Ti mit 4 GB GDDR5-Speicher liegt preislich bei ungefähr 150 Euro. Die GTX 1050 ohne Ti-Zusatz wäre zwar günstiger, liefert aber dafür weniger Shade-Einheiten und nur die halbe Menge an VRAM, 2 GB statt 4 GB. Und für einen Aufpreis von 35 Euro ist die Ti, die übrigens mit höchstens 75 Watt und ohne PCIe-Stromstecker auskommt, schon sinnvoller. Nvidia lässt den Grafikchip etwas langsamer laufen, nämlich 1290 MHz Basis und 1392 MHz Turbo. Die reine Rechenleistung steigt deswegen im Vergleich zur normalen GTX 1050 um ca. 15%. Die Grafikkarte soll sich durch eine ordentliche Full HD Spieleleistung und zahlreiche Multimedia Funktionen auszeichnen und ist vergleichbar mit einer AMD Radeon RX 4. Da der Prozessor und die Grafikkarte in diesem Laptop sehr gut zusammenarbeiten können, wird keine Komponente durch die andere ausgebremst und die Grafikkarte sowie der Prozessor schöpfen ihre volle Leistung aus. Beim Display handelt es sich um ein entspiegeltes Full HD 1080p LED Display mit 15,6 Zoll Diagonale und hochwertigem IPS Panel. So werden Spiele realitätsnah und farbgetreu wiedergegeben und eine Blickwinkelstabilität garantiert. Die Technologie verbessert Betrachtungswinkel und bietet dem Nutzer ein insgesamt besseres Erlebnis. Verbaut wurde auch ein 8 GB Arbeitsspeicher, der zum Zocken vollkommen ausreicht. 16 GB RAM zum Zocken sind wirklich nicht notwendig. Als Festplatte kommt eine blitzschnelle, wenn auch nicht besonders große 128 GB SSD mit Windows 10 64-Bit vorinstalliert. Durch die SSD lässt sich der PC in nur wenigen Sekunden hochfahren und alle Anwendungen werden um ein Vielfaches beschleunigt. Neben der SSD kommt eine 1 TB Festplatte zum Einsatz, damit ihr für eure Spiele und sonstige Anwendungen und Daten genug Speicherplatz zur Verfügung habt. Dieser Laptop wurde natürlich möglichst flach gebaut, was es dir ermöglicht, ihn überall mit hinzunehmen und auch im Zug oder im Café zu arbeiten. Insgesamt ist dieser Laptop ein sehr gutes Gesamtpaket, welches andere Laptops im Preissegment um Längen übertrumpft. Für dein Geld gibt es also keine bessere Alternative als diesen Laptop, deswegen kann ich ihn dir ausnahmslos empfehlen. Um den Preis bei den günstigsten Anbieter zu überprüfen, klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Wenn du nach Zubehör für den Laptop suchst, dann rate ich dir, auf eines dieser beiden Videos zu klicken. Da stelle ich dir die besten Alternativen vor. Bis zum nächsten Video, dein SimpleTech.